Moin zusammen und willkommen zur 30. und auch gleichzeitig letzten Folge der Serie Miro My Hero in FIFA 22. Ein letztes Mal gucken wir jetzt auf unser Team. Klar, wir können noch, sofern wir verlieren, noch spielen, aber wir können das Team auch nochmal upgraden. Aber ich denke, ich werde heute aus den Packs wirklich auch nur noch die Spieler nehmen, die auch zu 100% ja, der Mannschaft weiterhelfen. Dazu zählt natürlich auch die Bank. Ich bin absolut zufrieden mit der Mannschaft an sich. Und ich habe jetzt richtig Bock, unsere Neuzugänge aus der letzten Episode ja, zu testen. Vor allem auch Tomates, Nationalheld, Stoichkov. Bin echt gespannt, wie der sich macht im Sturmzentrum neben Miro Klose vorne. Und ja, dann ist alles gesagt. Rivalspiel steht heute an letzter Stelle. Dann würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange und starten rein ins erste Spiel. So, erster Gegner Hammer und er hat es auch geschafft, mal auf X zu drücken. Dann gucken wir mal seine Mannschaft an. Boah. Ja, das war ja wieder klar, dass sie wieder übertrieben gut ist. Aber hilft nichts, müssen wir durch. Ich würde es ja nicht wundern, wenn wir erstmal wieder mit 2 Toren in Rückstand gehen und das dann wieder aufholen dürfen. Yo! Ah, haben wir Stoichi. Stoichi! 1:1! Direkt im Gegenzug des Ausgleichstor. Jawoll! Tomal des Nationalheld wird auch der einzigste bleiben für lange Zeit. Miro. 99er war, lass mal stehen, er kommt nicht hinterher. Miro 2:1. Ja! Oh, Delicht, Mann. Delicht ist komplett neben der Spur. Der scheint RV nicht so gut zu finden. Aber so ein Rückschlag, das macht uns ja eh nichts. Miro, ach, geh doch mal rein, so ein scheiß Finesse-Schuss bei mir. Boah, Davis, was ein Sensationspass. Kenne ich eigentlich nur von Hummels. Libaya! Mann, die Finesse-Schüsse bei mir sind einfach schlecht. Mobile. Tomatenspin mit Stoichi. Und fast eine Parade von Mandanda. Stoichkov jetzt ein Eckball auf Libaya. Libaya und Mandanda. Nein, jetzt ist die Linie offen. Vom Giorgio. Und er macht ihn rein. Ja, 50-50 Ball kriegt er. Ich wollte eigentlich grätschen. Mein Spieler will den Ball chippen. Macht gar keinen Sinn. Ja, gegen mich kannst du aus allen Lagen reinfinessen. Meine Finesse-Bälle gehen nicht rein. So lächerlich, ey. Die ganze Zeit nur L1-Sprintboost. Die ganze Zeit L1. Es ist so nervig, ey. Jetzt hat er wenigstens mal eine rote Karte. Aber es wird ihn eh pushen. Kommst Deutschi! Oh, es geht halt nix, nein. Ein Doppelpass und Feuer. Miro 3-4. Ja, hat nicht mehr gereicht zum 4-4. Sein Torwart hat ihm den Arsch gerettet in der Phase und dann sind die Bälle bei ihm halt reingeflogen aus allen Lagen. Kannst nix gegen machen, ey. Ist halt brutal unglücklich, aber so ist eben. Der und sein scheiß L1-Sprintboost die ganze Zeit. Es ist so, also na. Naja, kann man nichts machen. Müssen wir downgraden. Naja, dass es jetzt die Natale trifft, das, ja. Das ist jetzt nicht so tragisch. Von dem her müssen wir halt improvisieren, dann jetzt hier mit Tonali rechts und die Natale fliegt halt raus und ich werde mir da irgendwie einen random Silber-Typ auf die Bank jetzt setzen. Ich kann halt kein Pack ziehen, sonst hätte ich es nämlich gemacht, weil ich ja diesen Shapeshifter-Player-Pick noch habe und den ich erst ziehen muss. Von dem her machen wir das einfach so jetzt. Ist, denke ich, eine gute Lösung. Naja, müssen wir jetzt im zweiten Spiel wieder besser machen. Trotzdem ärgert mich das, dass ich jetzt in der letzten Folge der Serie wieder ein Spiel verloren habe. Hätte jetzt auch nicht mehr sein müssen. Aber ja, der Gegner war ein richtiger hinterhältiger Vollidiot.
und hat die Schwachstelle vom Game ausgenutzt, aber abhaken und jetzt besser machen gegen den Typ. Oh, das Team sieht heftig aus. Durch Smiro, Klose. Klose, Miro, Klose! 1 zu 0! Yo! Oberschicken. Ja, jetzt so ein Chip auf Hummels. Hummels! Miro, 2-0! Jawoll, schön. Der Gegner, der schreibt mir die ganze Zeit Nachrichten, ey, dass ich nur Glück hätte, ey. Der redet auch die ganze Zeit nur am Stick. Unglaublich. Was ein Idiot. Ja, und da ist er weg, nachdem er mir, keine Ahnung, 10.000 Nachrichten geschrieben hat. Vielleicht blende ich euch im Anschluss mal ja, auf das Spiel, wenn ich mich kurz beruhigt habe. Und der auch mal mit seinen Nachrichten ein paar Screenshots ein. Ja, auf jeden Fall 3 Packs für uns. Beschwert sich, also bei mir alles EA-Hilfe wäre, alles Skript und er wiederum dreht sich jedes Mal in mich rein, weil er die ganze Zeit, wenn er am Ball nur im rechten Stick rumdreht. Hä? Aber okay. Vielleicht hätte er mal versuchen sollen, eine Passstaffette zu setzen, aber die ganze Zeit dieses Rumgeskille auf in allen Bereichen auf dem Feld und sich dann beschweren, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Aber okay, erster Pick, Shapeshifter-Pick, wie angesprochen, erste von vier, von 3 Packs und das war ja ein absoluter Griff ins Klo. Nämlich der Licht und dann, ja, kann ich den mit Ljungberg jetzt abgeben, SBC und dann machen wir das nächste Pack auf. So, habe ich die abgegeben. Also bisher in der Folge Niederlage, ein Gegner, der mich permanent anschreibt, hatte ich jetzt auch noch nicht. So, also das ist schon, ja, ungewohnt. Aber auch die letzte Folge kann eine Special-Folge werden, gell? So, schließen wir das Thema jetzt aber ab und konzentrieren uns aufs 85 plus mal 10 Pack. Bitte irgendwas Gutes. Nochmal jetzt fürs letzte Spiel nochmal so einen Kracher ziehen. Das wäre so geil. Trotz Spanien, RM, Canales. Ah, zum 100. Mal gesehen. Mann. Kept doch irgendjemanden. Brauchen wir von der Auswahl nur ansatzweise einen. Nicht mal ein Serie A-Spieler. Was sind das für Karten? Kante, ich hasse dich. Das erste Spiel verloren, die Natale verloren. Pick war schlecht, weil wir De Ligt schon haben und da spielt sie ingame auch scheiße. Und jetzt dieses 10x85 Plus Pack, wo du komplett in die Tonne klopfen kannst. Jetzt müssen wir einfach aufs dritte Pack hoffen. Ich muss es einfach positiv sehen. Mit den ganzen doppelten Karten, was wir da gezogen haben. Habe ich jetzt den Rüdiger in die SBC eigentlich auch wieder umsonst gekriegt? So, nächstes 587x10 Pack. Deutschland neuer. Es macht keinen Spaß mehr, ey. Es macht jetzt echt Sinn, dass wir die Serie beenden, weil man sieht nur noch die gleichen Spieler, die man alle gebrauchen können. Mann. Oh, bitte was dahinter, bitte irgendwas.
Alle doppelt, yo, ein transferierter Mané, yo. Oh mein Gott, wie schlecht. Ja, bye. Ciao, Jungs. So, den Pick mache ich jetzt auch zusätzlich auf. Das lasse ich doch nicht auf mir sitzen, ey, dass ich hier gnadlos verarscht werde, ey. Komm schon, komm schon. Bitte irgendwas Brauchbares. Nur irgendwas Brauchbares. Was will ich machen? Tja, gar nichts. Spring mal einfach jetzt ins Survival-Spiel, gewinn das letzte Spiel voll und dann ziehen wir nochmal unsere Abschlusspacks. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie nochmal heute was kriegen. Dafür ist das ganze Gedöns heute viel zu komisch. So, da sind wir also angekommen. Das letzte Spiel der Serie. Das will ich auf jeden Fall auch nochmal gewinnen. Für einen positiven Abschluss. Ja, das Team sieht jetzt nicht ganz so heftig aus, muss man sagen. Hierro als RV, okay. Makelele, ganz gefährlich. Mobile. Komm schon, dem Typ gleich mal zeigen, wer hier Chef im Ring ist. Direkt vom Start weg. Auch wenn das jetzt ein bisschen lucky ist. 1-0. Nein, jetzt hat er auch Glück. Oh, jawohl. Aubameyang, Love. Ober geht. Zur Mitte. Miro Lafon. Unser Spieler. Oh, es läuft mit dem Keeper raus. Ich hab's gesehen. Deutschi. 0-2. Die weichen auf Sieg. Was ein Fehler vom Gegner. Und der Gegner quittet einfach raus. Wir haben es geschafft. Beziehungsweise, was heißt geschafft? Wir haben es zwar gewonnen, aber das heißt so, das Spiel ist vorbei. Das war's vom Gameplay-technischen her für diese Serie. Aber wir haben jetzt zum Abschluss nochmal drei Packs. Und jetzt hoffe ich, dass die ein bisschen besser werden als die vorhin. Klar, wenn wir jetzt was Krasses ziehen würden, dann wird es uns nichts mehr bringen, weil wir ja kein Spiel mehr machen in der Serie jetzt, weil die ja vorbei ist. Aber fürs Optische wäre es halt nochmal cool und vielleicht mache ich ja so privat nochmal ein paar Spiele mit der Mannschaft. Das sieht man dann. 97 plus Footies Gruppe 2 Spieler. Zwar schon lang her, als ich das Pack gemacht habe und das habe ich irgendwie komplett vergessen jetzt mit der Zeit. Hätte ich vielleicht mal vorhin öffnen sollen. Aber was soll's. Ich mach's jetzt einfach noch auf. Dann nehmen wir das mit rein. Irgendwas. Jetzt brauche ich auch nicht mehr betteln. Jetzt ist auch voll egal. Komm, EA. Was ist los? Braucht ihr wieder ewig? Mann, langer Ladescreen. Jetzt. Jetzt ist fertig. Komm. Tots. Neuer. Kimmich. Okay. Wow. Jetzt lohnt es sich jetzt wieder umzustellen auf Bayern. Ja, nee, ich muss überhaupt nicht umstellen. Was überlege ich denn großartig noch? Aber den nehme ich auf jeden Fall mit für die Bank. Und Florian Wirtz und Ben Yedder. Boah, was ein krasses Pack. Nahezu jeder Spieler hätte ich da gerne in der Mannschaft. Ben Yedder, Wirtz und Kimmich sind heftig. Muss ich ganz klar sagen. Trotzdem muss ich mich entscheiden und dann nehme ich Kimmich mit. Zwei Packs haben wir noch und ich werde jeweils die 85 plus mal 10 Spieler Packs aufmachen. Nochmal versuchen, das Maximale rauszuholen. Und dann kann ich eigentlich ja noch eine Teambewertung machen, oder? Am Ende. Da habe ich richtig Bock drauf. Keine lange, sondern nur eine grobe Suarez. Ich weiß gar nicht mehr, welche SBCs ich alles noch machen soll, weil ich alles schon im Verein habe. Aber das mit der Teambewertung ist eine gute Idee. Werde ich machen. So im Schnelldurchlauf. Der ganze Pack doppelt, oder? Och man, es macht echt langsam keinen Spaß mehr, ey. Jedes Pack ziehen, zwar cool so, aber alles doppelt gefühlt. Brauche ich aus dem Pack irgendwen? Nee.
Dann würde ich ja fast sagen, nämlich den Florian Würz vom Spielerpack eben mit so. Ja, ich weiß, es ist nicht regelkonform, aber was will ich denn hier nehmen? Die meisten Spieler wie Alaba, Suarez, die hatten wir schon. Schlotterbeck haben wir auch im Team. Deswegen nehme ich einfach Kimmich und Würz. So, keine Ahnung, ob der Kampagnen-Wundertüten-Spielerwahl Player Pick jetzt gut ist. Habe ich jetzt wieder den ganzen Doppelten gemacht. Den nehmen wir jetzt einfach noch als Bonus dazu. Ist doch scheißegal. Ich glaube ja nicht, dass der gut ist. Gib mir jetzt Zlatan. Oder gib mir lauter Scheißdreck. Ich nehme einfach auch Florenzi. Den kann ich nehmen. Der passt auf unsere rechte Seite. Aber ich glaube, Antonali kommt da trotzdem nicht vorbei. Aber ich logge ihn erstmal ein. Und das letzte Pack für die Serie. Und wenn jetzt nochmal ein 99er Messi drin wäre, dann würde ich auch nochmal ausflippen, komm schon. Kommt schon, ihr, jetzt geizt nicht. Noch einmal gut sein. Bitte noch einmal ein gutes Pack. So. Oh, ich dachte, Suarez. Ah, Raujo. Ja. Hätte ich doch lieber nochmal ein Suarez genommen, hätte besseres Rating gehabt. Aber 92 ist echt schlecht aus dem Pack. Ach, Menno. Hauptsache nochmal ein Hummels, damit komme ich klar. Hummels zum Abschluss, besser geht es nicht. Jungs, und damit sehen wir uns jetzt bei unserem Abschlussteam. Erstmal Eras rausnehmen. Florenzi. Ach Leute, im Prinzip wisst ihr was. Es ist eigentlich scheißegal, die Serie ist vorbei. Was soll ich da noch großartig austauschen? Deswegen, wir haben den Ben Yedder noch gezogen. Den finde ich auch geil. Den setze ich jetzt auch noch hier auf die Reservebank. Schlotterbeck. Keine Ahnung, wieso der jetzt da nicht ist. Kann ich auch nochmal zurückholen. Schlotti. Lotterbeck Nico. Zack, da ist er. Florenzi könnte man sogar auch noch mit RV spielen dann. Von dem her, Jungs, das ist unser Endteam. Bin voll zufrieden mit, muss ich sagen. Klar, die Natale, dass wir den optisch, rein nur fürs Optische jetzt, dass wir den verloren haben im ersten Spiel, nervt mich zwar noch, aber ja, so ist halt. Super, trotzdem, was wir geleistet haben über jetzt die 30 Episoden. Hat richtig, richtig Spaß gemacht, genauso wie die Hummel-Serie. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für die Serie, wenn sie euch gefallen hat. Im Allgemeinen würde mich sehr freuen. Und jetzt mache ich noch schnell eine ganz kurze Teambewertung. Donnarumma, ja, zwar Team of the Year, aber trotzdem einige Schnitzer drin. Ich würde sagen, so 6 von 10. Araujo hat mir echt gut gefallen. Allerdings war halt die Konkurrenz zu groß. Ich würde sagen 7 von 10. Tennisschläger, absolute Maschine, 10 von 10. Gomez, muss ich sagen, den kannst du überall spielen, in der Defensive wie als an der Offensive. Sogar im rechten Flügel hat er es gut gemacht, 8 von 10. De Ligt war, ich habe den jetzt zwar nur als RV gespielt, aber da war der komplett schlecht. Ich denke, dass er irgendwie als Sechser oder in der IV einfach besser ist, aber als Rechtsverteidiger, Leute. 1 von 10, Katastrophe. Da war Tonali definitiv viel, viel besser. Sowohl als RV und der IV hat er gespielt. Auch empfehlenswert. 8 von 10 hat mir sehr gut gefallen. Petri und Hummels haben sich in die letzten Folgen ja immer so abgewechselt. Petri aus, souverän gemacht. Kannst du auch defensiv überall spielen. Auf der Außenverteidigerposition, auf der Außenbahn, auf der Flügelposition, sowohl als auch auf der 6er, 8er, 10er Position. 8 von 10 hat mir sehr gut gefallen. Obersch untergegangen. Hat zwar jetzt nur 3 Spiele gemacht, konnte mich aber nicht überzeugen, die Karte. 4 von 10. Stoici fühlt sich so ein bisschen an wie Max Kruse. Ist jetzt nicht so die Karte, die man am Ende vom Spiel haben will. Aber ich denke, im 4-2-3-1 auf der 10er Position ist er meiner Meinung nach am stärksten. Im Doppelsturm hat er mir jetzt nicht so krass gefallen, muss ich sagen.
Ja, aber ich denke, dass man mit ihm trotzdem viel Spaß haben kann. Ich gebe ihm eine 8 von 10. Immobile, absolutes Brett, hat mega Spaß immer gemacht, mit ihm zu spielen. Seine 5-Star-Weak überragend, Spielmacherqualitäten, abschlussstark, sogar relativ schnell. 9 von 10. Miro ist eine 10 von 10, absolute Lieblingsspieler. Dann Livaja, komplett, muss ich sagen. Schnell, dribbelstark. Obwohl ein bisschen Beweglichkeit fehlt, meiner Meinung nach. Und hätte er die 4-Sterne-Skills, wäre er nochmal definitiv stärker, als es eh schon ist. 9 von 10. Hummels, beste Karte im ganzen Spiel für mich. 100 von 10. Besser geht's nicht. Kimmich habe ich nie gespielt. Keine Bewertung. Davis, auch super. Den kannst du auch überall spielen auf dem Feld. Von IV über Außenverteidigung. Alle Positionen. Alle Positionen. 9 von 10. Richtig gut gespielt. Müller. Jetzt am Ende ein bisschen untergegangen. Aber am Anfang der Totszeit, wo die Karte rauskam, ein absoluter Unterschiedsspieler. Ein Cheatcode. 8 von 10. Schlotterbeck auch nett gespielt, von dem her. Walker ist brutal, wirklich. 99 Pace hinten, körperlich stark, 90 Pass, auch 10 von 10, ganz klar. Der und Giorgio in der Abwehr, der IV, boah, heftig. Und die drei sind ja die Neuzugänge nach den Packs da zum Schluss. Die kann ich ja nicht bewerten, hatte ich auch vorher noch nie gehabt, die drei Stück. Ich denke aber, dass Benjetta und Würz auch brutal sein werden. Florenzi denke ich, dass er untergehen würde. Aber die zwei würden schon performen, denke ich. Von dem her, wir sind am Ende der Serie angekommen. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch Spaß gemacht hat. Und ja, in 4 Wochen steht dann quasi schon wieder die neue Serie an. Trailer wird kommen. In den nächsten 2, 3 Wochen in FIFA 23. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal freuen. Seid gespannt und dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Es wird auf jeden Fall episch werden zu FIFA 23 und dann hören wir uns zu neuen Videos wieder. Es wird auf jeden Fall vor FIFA 23 noch was kommen und dann sage ich Leute, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.